Gegenüber ist jetzt noch ein Altenheim. Genau, noch ein Speiseplan von. Ach krass, und eine Beinprothese. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir befinden uns in einem verlassenen Haus, in dem wohl Katzen versorgt werden sollen. Ich bin jetzt auch wieder drin, die Tür stand einfach offen und das schauen wir uns mal gemeinsam an. Also wenn man hier reinkommt, nimmt man gleich auf jeden Fall einen Katzengeruch wahr. Und die Fliegen sind hier auch schon zugange. Hier ist auch ein Katzenklo. Und viele Körbchen für die Katzen, gehe ich von aus. Und auch eine Höhle selbst gebaut. Auch ein bisschen Katzenspielzeug noch. Ich hoffe einfach nur, dass hier wilde Katzen gefüttert worden sind und nicht irgendwie Katzen gezüchtet oder gehalten wurden und die Person hier die Katzen hier eingesperrt hat. Und hier im nächsten Raum auch wieder viele Körbchen für die Katzen und Transportboxen und auch wieder so eine selbstgebaute Höhle. Aber von Katzen ist hier im Moment keine Spur. Hier haben wir dann das alte Bad. Komplett zugestellt mit Ramsch. Ja, noch einen Kleintierkäfig und einen Vogelkäfig. Ein alter Schrank ist hier auch zurückgeblieben. Und ein Stück von einem Katzenbaum. Ja, okay, jetzt haben wir hier doch die erste Katze. Katzenfutter war bis 22 haltbar. Das ist schon ein bisschen länger her. Gehen wir noch in den ersten Stock. Hier ist auch wieder dieses blaue Pulver. Wie vom Schwesternwohnheim. Also wahrscheinlich doch Feuerlöscher. Hier oben ist nichts für die Katzen eingerichtet. Das sind einfach nur leere Räume. Und da kommt die Tapete sogar schon von der Decke. Ein paar Sitzmöbel wurden auch zurückgelassen. Und die Natur wächst schon hier rein. Und hier auf dem Dachboden ist auch nichts für die Katzen. Da hat das Fenster sogar komplett zugewachsen. Jetzt bleibt hier nur noch der Keller. Sehen, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Ja, wahrscheinlich nur die Heizung. Hier im Keller haben wir die Heizung. Und ganz viele Fliegen und Schrott abgelegt. Sagen, da haben wir das Interessanteste von dem Katzenhaus gesehen. Hier gegenüber ist jetzt noch ein Altenheim. Da schauen wir jetzt auch mal noch, ob wir noch reinkommen. Und hier haben wir das Altenheim. Ich glaube, ich habe schon eine offene Tür entdeckt. Auch hier steht die Tür einfach wieder offen. Hier im Eingangsbereich haben wir gleich einen Aufzug. Auch hier sind die Fliegen schon unterwegs. Hier haben wir die Küche, um die Bettflaschen sauber zu machen. Hier wird wohl so ein Aufenthaltsraum gewesen sein, mit Eckbank. Der Kalender ist von 2004. Das war der Schwestern-Aufenthaltsraum. Hier haben wir auch noch einen Speiseplan von 2004. Montag gab es Tomatensuppe. Sogar ein Behälter für Zeitschriften. Und selbst ein elektrisches Krankenbett wurde zurückgelassen. Hier haben wir auch noch eine Trennwand, die vielleicht zwischen zwei Betten stand. Finde ich jetzt auch merkwürdig. Hier sind hunderte tote Marienkäfer. Wie sind die denn hierher gekommen? Der Boden ist komplett voll. Hier haben wir noch eine Hebehilfe, um die Leute auf die Toilette zu setzen oder aus dem Bett raus. Riesen Aufsatz, um Kaffee zu kochen. Hier haben wir noch eine alte Verpackung von der Schallplatte. Und hier haben wir noch Namen, entweder von den Bewohnern oder von den Mitarbeitern. Es sieht mir aus, als wäre das noch ein alter Waschraum, wo die Patienten dann gewaschen worden sind. Hier haben wir noch Hinweise, wie die Sachen
sortiert werden. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch. Den Keller heben wir uns für den Schluss auf. Auch hier hängen die Kronleuchter noch. Die Zimmer haben jetzt auch Nummern. Ich gehe davon aus, dass es die Zimmer von den Patienten sind. Hier der Kalender wieder 2004. Die hatten hier sogar so eine Notruffunktion, also wenn sie den Knopf gedrückt haben, ist ein Alarm ausgelöst worden. Und die Lampe am Zimmer hier oben hat geleuchtet. Die Zimmer sind wahrscheinlich wieder alle relativ gleich aufgebaut. Die muss ich euch nicht alle zeigen. Wenn ich noch was Interessantes finde, zeige ich es euch. Hier ist noch ein bisschen Einrichtung und sogar noch ein Bild zurückgeblieben. Hier hat leider schon jemand das Bett umgeworfen. Und ein selbstgemaltes Bild auf echt uraltem Papier. Einen Rollstuhl haben wir hier auch noch. Ach krass, und eine Beinprothese ist sogar noch hier. Hier wieder noch ein paar Bilder zurückgeblieben. Aber von hier oben hat man auf jeden Fall eine ganz schöne Sicht gehabt. Ja, genau, und hier ist wieder für die Bettflaschen. Sauber zu machen, der Raum. Gucken wir mal, ob wir noch weiter nach oben kommen, weil das Wasser schon ein bisschen durchgekommen ist. Hier steht auf jeden Fall nochmal ein Rollstuhl. Hier in dem Stockwerk auch wieder der Schmutzraum. Das hier oben waren scheinbar auch wieder einfach nur Räume von Patienten. Hier haben wir noch einen Koffer mit Dokumenten. Und auch auf dem Boden hier alles voller Dokumenten. Hier ist die Stelle, wo das Wasser reinkommt. Und zur Schallplattenverpackung haben wir hier noch einen Schallplattenspieler. Und hier ist sogar die Blume schon vertrocknet, obwohl das Wasser aus der Decke kommt. Und einen Toilettenstuhl haben wir hier sogar auch noch. Das sind Dokumente von 95. Da wurde dann aufgeschrieben, was die Leute noch selbst können und wo die Leute Hilfe gebraucht haben. Das hier auf dem Boden sind auch alles Patientenaktien, wo drin steht, was die Personen noch können und was sie nicht mehr können. Hier wurden wohl die alten Rollator gelagert und Ersatzräder für die Rollstühle. So, und zu guter Letzt geht es jetzt noch in den Keller. Mal sehen, was wir da noch finden. Und hier geht es in den Keller. Hier war auf jeden Fall die Heizungssteuerung und die Aufzugssteuerung, würde ich fast sagen. Und hier ist auch der Aufzug, der offen ist. Hier nochmal ein Waschraum. Die Badewanne sieht ja mal mysteriös aus. Wahrscheinlich ist da gleich ein Warmwasserboiler mit drin. Hier war noch eine alte Waage. Sieht mir aber Tatsache aus, als wäre hier im Keller auch noch Leute untergebracht. Hier sind auch noch ein paar Bilder zurückgeblieben. Hier sind auf jeden Fall noch einige Bilder zurückgeblieben. Da hat jemand richtig Mühe gegeben, um Collagen zusammenzustellen. Hier waren auf jeden Fall noch Leute untergebracht. Auch mit dem Bett wieder in der kleinen Sitzecke. Ja, da haben wir hier unten jetzt auch alles gesehen. Das war's dann auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich wie immer sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Abenteuer.